Oh, da oben geht's weiter. Na. Lässt ihr mich nach oben? Jawohl. Ha, ich wollte schon sagen. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein geheimer Weg. Nicht, dass ich noch den richtigen Weg gehe. Gut, das war jetzt ein geheimer Weg. Zum Glück. Ich weiß nicht, was ich als nächstes aufrüsten soll. Soll ich das Steckenpferd aufrüsten oder die Warpal-Klinge? Jetzt gehe ich gerade mal wieder zurück. Puh. Ah, nein, 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 nein. Interessant. Nein, 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 nein. Hier lang. Wow. So, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Bin ich gerade... Wow. Hab ich gerade... Wow. Gedacht, dass jetzt hier... Ist einfach hier nur Sackgasse, okay. Aber hier war ich ja noch nicht. Vielleicht muss ich mit einer Dreier-Kombi richtig reinhauen. Was? Geht schon mal gar nicht. Warum geht nicht? Muss ich da etwa aufrüsten? Wie viele Zähne habe ich? 615. Reicht mir das fürs Steckenpferdchen? Für die Pfeffermühle ja, fürs Steckenpferd nein. Ich glaube, da rüste ich doch lieber das Steckenpferd auf. Ach du Scheibenkleister. Und da soll ich jetzt runter? Gibt es hier noch Zähne? Ich würde gerne Zähne haben. Zähne? Scheiße. Okay. Dann bleibt dies für mich unerkundet. Scheiße. Hopp. Und weg hier. Und weg hier. Bevor dieser Fisch noch auf die Idee kommt, mich als Frühstück zu verwenden. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester, die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns.
Hysterie erhöht die Überlebenschancen ungemein, wenn man kurz vorm Exitus steht. Ach du Scheiße, meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern, und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Ist nicht wahr. Au. Ey, das ist geil. Das ist geil. An was erinnert mich das nochmal? Space Invaders? Nein, nicht Space Invaders. Quatsch. Mann, wie heißt denn das Spiel? Au. Boah, das macht Laune. Geil! Ach du Schande. Geil, geil. Oh, ich darf noch viermal getroffen werden, oder wie sehe ich das? So langsam habe ich den Dreh raus. Komm, 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 komm. Bärns. Jetzt. Und jetzt. Das macht Laune, das ist geil. Die Warpal-Klinge verursacht bei Einzelziehen den schnellsten Schaden. Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn, Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Illusion, Steven. Totentanz. Und der Admiral.
Ein Pferd in einer doch, ein Pferd in einer Schildkröte. Für mich sieht das aus wie... Ich bin mir nicht sicher. Habt ihr schon mal Alice im Land des Spiegels oder im Wunderland des Spiegels angeschaut? Und dass Alice hier unter Wasser atmen kann, das... Ja gut, das ist das Wunderland. Mehr will ich da auch nicht. Oh, jede Arme. Dann ist das Schildkröt supperig. Bahnhofsvorsteher. Also normalerweise weiß ich das so von Alice im Wunderland, im Land des Spiegels oder im Wunderland des Spiegels. Ich weiß es nicht mehr, dass eine Ziege und ein Pferd und der Zeitungsmann die Bahn anführen. Vielleicht ist es. Ach, ich weiß es nicht. Was? Geradeaus. Ah, eine Erinnerung. Hoi. Na. Also ich kenne nur das alte Wunderland, die Raupe, klar kenne ich die noch, wo dann in ein Schmetterling wurde. Wo immer Wasserpfeife ordentlich. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Accessoire? Ich dachte, das hieße immer Accessoire. Und nicht Accessoire. Ach du Schande. So, mal gucken. Naja, dort müssen wir lang. Ist das ein Wal? Aber es sieht cool aus. Vielleicht erkenne ich ja wieder den einen oder anderen Charakter. Also gerade hier zum Beispiel den Zimmermann. Das sagt man nämlich momentan gar nichts. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Und da muss ich hin? Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube ja. Da gibt's eine Erinnerung. Und hier gibt's einen Fisch. Ich will nicht den richtigen Weg gehen. Ich will mich schon. Ah, da hinten gibt's die Flasche. Hier durch. Sieht schon irgendwo geil aus. Aber ich bin das Wunderland eigentlich ein bisschen anders gewohnt. Beziehungsweise, ich kenne noch das ganze alte von 1950. Alice im Wunderland. Wo Alice nämlich dem Kaninchen... Aha. Was? Kann ich keine Truhen öffnen? Mal sehen, was das Steckenpferd dazu sagt. Der sagte was ganz anderes. Jetzt, wenn wir gerade schon dabei sind, Waffen? Steckenpferd oder Pfeffermühle? Ich nehme die Pfeffermühle, komm. Ach du Schande. Jetzt schießt sie ja noch viel schneller. Und kühlt auch verdammt schnell ab. Ich glaube, das wird mir noch hilfreich sein. So, hopp. So. Dann hier raus. Boah, was gibt's noch für Charaktere im Wunderland?